Hitradio FFH. Donnerstag bei Lauterbach. Also meine europäischen Amtskollegen teilen meine Empfehlung, also sozusagen das Dartspielen intensiv zu fördern. Eine Sportart, die sich bei uns wirklich feilschnell verbreitet. Eine durchschnittliche Dartscheibe verzeichnet inzwischen mehr Piekser pro Tag als ein durchschnittliches mittelhessisches Impfzentrum. Also eine britische Studie zeigt, wer Darts spielt, der trinkt mehr und der spült so seine Nieren ordentlich durch. Und außerdem schafft der Sport Arbeitsplätze für Haarstylisten und für Tätowierer. Also für mich sind das stichhaltige Argumente. Und außerdem verweist die Kassenärztliche Vereinigung auch auf die überraschend geringe Hospitalisierungsquote bei Dartspielern. Allerdings sehen wir da einen klaren Aufwärtstrend. Also bei Fällen, wo eifrige Werfer Nacken und Hände ihrer Vordermänner perforiert haben, die ihre Darts also allzu gemächlich aus der Scheibe ziehen. Und ich finde das also, es ist sozusagen eine fantastische Sportart für alle, die zum Speerwerfen zu Hause nicht genügend Platz haben. So, jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Markus Lanz möchte mit mir zusammen die Farbe seiner neuen Studiosessel aussuchen. Ich muss da mal gucken. Donnerstag bei Lauterbach in Guten Morgen Hessen bei Hitradio FFH.